Liebe Zuschauer von Monaco Deluxe, jetzt habe ich die Maren neben mir. Und ja, die ganze Zeit sehe ich dich schon mir gegenüber sitzen. Ne? Ich glaube, du bist doch der absolute Fashion-Fan zur Fashion Week, oder? Ja, seit ich auf der Welt bin, liebe ich Mode. Solange ich zurückdenken kann, ist Mode und schöne Kleidung für mich was ganz, ganz Wichtiges. Und ich habe ja auch immer schon eigene Modekollektionen gehabt. Dementsprechend halte ich mich natürlich gerne auf dem Laufenden, was es denn vielleicht eventuell mal für neue Trends gibt. Die Fashion Week hatte eigentlich offiziell erst heute angefangen. Daher meine Frage, was sind so die Must-Haves an Veranstaltungen oder Shows, die man nicht verpassen darf? Naja, ich gehe morgen zu Guido Maria Kretschmer und das ist natürlich ein absolutes Muss. Und davor ist dann noch Laurel. Wenn man dafür eine Einladung ergattert, ist es auch klasse. Heute bin ich jetzt hier und da verpasse ich Riani und Marcel Ostertag. Also, aber man kann nicht überall sein, aber das sind eben auch gute Shows. Und ja, und dann gibt es die Partys anschließend und da hofft man natürlich auch auf den Designer zu treffen. Und wenn einem die Show gefallen hat, dann fragt man auch schon mal, ich brauche ein Kleid für diesen und jenen Ball. Und ich gehe jetzt zum Beispiel zum Wiener Opernball am 4. Februar an meinem Geburtstag. Oh. Also die richten für mich einen richtig tollen Ball in Wien aus, ganz klasse, mit ganz viel Prominenz aus der ganzen Welt. Und da brauche ich natürlich noch ein tolles Kleid und da gucke ich jetzt immer. Neben mir habe ich jetzt Julina, mitten auf der United Fashion Award. Es freut mich, dass du hier bist. Wie kam es dazu? Bist du jetzt die ganze Zeit zur Fashion Week unterwegs? Ja, wir sind tatsächlich gestern angereist und bleiben auch noch bis übermorgen. Und ich wurde letztes Jahr schon von dem Frank Hanek hier zu dieser Show eingeladen. Letztes Jahr war es nur noch ein Felix, dieses Jahr ist es hier. Und ich bin total gespannt, wie es heute wird. Es ist jetzt ein bisschen ein kleinerer Rahmen als letztes Jahr. Aber es sind ja auch wieder verschiedene Designer hier, die ihre verschiedene Mode hier präsentieren. Und bin total gespannt. Hast du so einen präferierten Look, den du gerne trägst? Was ist so dein privater Style, den du gerne unseren Zuschauern mitteilen möchtest? Also ich mag es immer gerne sehr edel und trotzdem aber schon, ja, wie soll ich sagen, schon auffällig und feminin. Man sagt immer, die Fashion Week in Berlin, ja, muss die sein, braucht die man überhaupt? Was ist deine Meinung dazu? Also ich finde, das ist auf jeden Fall jedes Jahr immer wieder ein Event, zu dem man gerne geht. Für mich persönlich ist das jetzt das erste Mal, aber man hat ja auch schon in den vergangenen Jahren immer mitbekommen, dass da verschiedene Designer eben ihre Mode ausstellen und so. Und ich glaube, es ist genauso wie Kunst, die man sich halt irgendwie anschaut bei einer Ausstellung. Es macht einfach Spaß und vor allem man hat auch viel davon, weil man kann sich Inspiration für sich selbst auch holen und schauen, was ist jetzt gerade so angesagt, gehe ich mit dem Trend oder gehe ich nicht mit dem Trend. Und ich finde, es ist eigentlich immer ein cooles Event und vor allem ist es natürlich ein Get-Together. Man lernt wieder andere Menschen kennen und kann vielleicht auch neue Connections eben für den eigenen Weg eingehen. Also es ist total spannend. Also bist du ein Fashion Week-Fan sozusagen? Ich bin ein Fashion Week-Fan. Ja, super. Danke dir. Viel Spaß heute Abend. Dankeschön. Ebenfalls. Hey, no, 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 no. No, no, hey, no, 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 no.
we do here is go back, 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 back. Wieder eine Folge von Monaco Deluxe. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier habe ich euch das Video vom letzten Mal verlinkt und vergesst nicht, mitten auf den Button zu klicken, um uns zu abonnieren, um keine weitere Folge zu verpassen, und folgt uns auf Facebook, Twitter und Instagram. Keine 5. Und zwar das anzuziehen, wonach man sich fühlt und wo drin man sich einfach wohl fühlt und sich nicht verkleidet fühlt. Das ist für mich immer das Wichtigste. Leute fragen mich so oft, was sind deine Must-Haves für das